Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich habe mir vorgenommen, in jeder dieser Matineen hier in der Wiener Staatsoper einen jungen Sänger zu präsentieren, von dem ich hoffe, dass er Ihnen nicht bekannt ist. Entdeckungen zu machen ist ja das Schönste. Und so auch heute. Der Sänger, der jetzt auftreten wird, hat mit Daphne überhaupt nichts zu tun. Er ist 22 Jahre alt, kommt aus Albanien, hat zuerst daheim Geige studiert, dann Gesang, hat in beiden Fächern sein Diplom gemacht, hat seine ersten Auftritte in Italien absolviert, hat vorwiegend Rossini Cimarosa gesungen. Dann kam im vergangenen Februar ein erster Höhepunkt in seiner jungen Karriere, Ferrando in Così fan tutte, in Ferrara und Modena, Dirigent Claudio Abbado. Und dieser Sänger hat am vergangenen 30. April, also vor ein paar Wochen hier, das Hausdebüt an der Wiener Staatsoper gehabt. Ich war in der Vorstellung drinnen und war, na, ich will jetzt nicht sagen, ich war begeistert, das müssen Sie dann sein. Dieser Sänger hat also den Nemorino gesungen und mit dem Wort Nemorino und Ferrando wissen Sie bereits, es handelt sich um einen Tenor, wie wichtig und wie schön. Er wird jetzt hier singen, begleitet von David Zobel, zuerst Una furtiva lacrima aus dem Liebestrank des Donizetti und dann Rezitativ und Arie des Alfred aus dem zweiten Akt von Verdis La Traviata. Ich stelle Ihnen vor, sei mir Pirgu. Sospiro, il cielo si può.
per me non va di letto. Volaron già tre lune, da che la mia Violetta oggi per me lasciò dovizie amori e le pompose feste. O vali omaggi avezzo, vedi a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascer mi sento, ed a soffio d'amori generato scordo ne gaudi suoi tutto. Il passato disse vivere io voglio a te fedela sì dell'universo e memore io vivo quasi in ciel io vivo in ciel. In memore io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in Herr Pirgus, Sie haben an der Wiener Staatsoper einen Zweijahresvertrag für die nächste und übernächste Saison. Wissen Sie schon, was Sie als nächstes hier singen werden? Danke für dieses schöne Publikum in Primis. Ich habe viel Emotion und mein Deutsch ist Deutsch, aber Sie sprechen Deutsch und Italienisch gemischt, ist das Beste vielleicht. Ja, ja? Aber für die nächste Saison, ich mache hier in Wiener Staatsoper die Falstaff in Fington. 2. September, das erste Mal. Ja, das ist die L'Apertura, no? Im Repertoire, ja. E poi dopo canterò L'Elisir d'Amore. Wieder, ja. In futuro. Ich höre, seien Sie nicht so bescheiden, ich höre, Sie fahren mit nach Tokio als Caba, ja. Für Ferrando. Nein, für Don Giovanni. Für Don Ottavio. Ja. Schon gesungen auf der Bühne? Nein. Noch nie? Das wäre Debüt. Ja, ich habe viele Debüt. Ja? Dann wünschen wir Ihnen nicht nur für die Debüts, sondern für die fortlaufende Karriere das Allerbeste. Darf ich einen Wunsch äußern? Lassen Sie sich bitte
nicht zu schnell von Managern und schlechten Direktoren verheizen. Dankeschön. Thank you.